Bueno, excelente, sí, estoy en vivo, muy bien. Hola, hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes. My name is Carlota Hurtado, okay? Ich begleite Spanischlernende zu ihren Zielen und ermögliche ihnen den gewünschten Erfolg. Muy bien, excelente, excelente. Und ich komme aus Peru, okay? Für die Leute, die mich nicht kennen. Bueno, bienvenida, bienvenido, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ver, vamos a ver. Heute geht es um das Thema: um einen Gefallen bitten. Wie bittet man um einen Gefallen auf Spanisch? Genau, das ist der Witz. Exactamente. Und ich habe sechs Sätze vorbereitet. Ich bin sehr, sehr froh. Werde ich sie dir gleich beibringen. Und du sollst da schauen, das hier gefällt es mir. Das kann ich mir leicht merken. Dann, das ist der Satz, den du lernen sollst. Okay? Weil du wirst sehen, so viele Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit oder zwei Möglichkeiten, die zu dir passen, die dir besonders gut gefallen und die du dir leicht merken kannst. Sí? Okay? Bueno. Vamos a ver, ¿quién está en el chat? ¿Quién está en vivo? Vamos a ver aquí. Hola, hola, Elizabeth, Erika. ¿Quién está? Brigitte, muy bien. Saludos también a todos. Excelente, Angie. Excelente, Oliva. Muy bien. Okay, excelente. Hier fragt jemand, ¿dónde está Carlota? ¿Kann man mich nicht sehen? ¿Oder ist alles okay? Auch hören, machen wir einen, wie sagt man, Technikcheck. Machen wir jetzt, ist alles in Ordnung? Kann man mich gut sehen und hören? Weil jemand hat gefragt, wo ich bin. Deswegen, dann warte ich auf die Antwort und dann können wir anfangen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Bei mir sieht alles gut aus. Dass alles gut funktioniert. Kann man mich gut sehen und hören, bitte? A ver, weil es wäre blöd, dass ich jetzt hier anfange und. Sí, ja, todo bien, fantástico. Fantástico, muchas gracias. Hola, hola, Pedrona. Sí, muy bien, excelente. Und ich entschuldige mich jetzt im Voraus, weil manchmal kommen Leute später, ist klar. Und sie schreiben so lieb im Live-Chat, hola Carlota und so weiter. Und ich lese das, aber wenn ich antworte und so, dann komme ich aus der Konzentration. Okay? Das kann mich schon ablenken, wenn ich immer wieder antworte und hola, hola sage. Ja, das hilft mir nicht bei der Konzentration. Deswegen dann begrüße ich manchmal auch nicht. Ich sehe das, ist ja klar, das sind manchmal oft ehemalige Schüler oder Schüler, ne, die ich kenne und finde ich schade, aber ich begrüße nicht, weil ich keine Lust habe oder so, sondern weil ich aus der Konzentration kommen kann. Sí, okay? Bueno, excelente, fantástico. Muy bien, vamos a ver, ¿quién más está aquí en el Live-Chat? Vamos a ver. Sí, Pedrona, Yetin, bueno, excelente, bienvenidos a todos y comenzamos. Sí. Vamos a ver. Um einen Gefallen bitten und auf Spanisch. Bien, vamos a ver. Sechs praktische Sätze. Also eigentlich sind mehr, aber das macht nichts. Extra sind da, aber das macht nichts. Okay. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Número uno, okay? Número uno. Das ist für A1 sehr, sehr passend. ¿Me hace un favor? Oder ¿me haces un favor? ¿Me haces? Wenn wir duzen. Sí, wenn wir duzen, ¿me haces? Wenn wir nicht duzen, dann ¿me hace? Tust du mir einen Gefallen? Okay. Tust du mir einen Gefallen oder tun Sie mir einen Gefallen? Sie, no? Me haces un favor. Und jetzt die nächste Stufe. Aber wir bleiben
bei dieser Frage. Okay, die nächste Stufe, A2. Oh, el condicional. ¿Me haría un favor? Oh, ¿me harías un favor? Würden Sie mir oder würdest du mir einen Gefallen tun? Okay, mit S, dann ist es per du. Dann ist die zweite Person, no, du. Und ohne S, dann usted. No? Genau. Okay, hier dann A2, warum? Man kann das sehen im Konditional. Sie, me harías. Und die Betonung ist auch wichtig. Ne? Die Betonung, da sehen wir auch einen Akzent. Aber wir sollen dann richtig betonen. Sie, me haría un favor. Oder me harías un favor. Número dos. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes? ¿Kannst du mir einen Gefallen tun? Oder können Sie mir? ¿Puede? ¿No? ¿Puede hacerme un favor? Okay. El favor. Der Gefallen. El favor. Okay. Bien. Die nächste Stufe. Okay. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías hacerme un favor? Oder hacerme un favor. ¿Könntest du mir einen Gefallen tun? Oder podría, könnten Sie mir, okay? Einen Gefallen tun. ¿Podrías oder podría hacerme un favor? Okay. Número tres, número tres, vamos. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedo pedirle un favor? Okay. Jetzt bin ich aber sehr neugierig. Bitte die Leute, die jetzt im Live-Chat sind, wie sage ich das auf Deutsch? ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedo pedirle un favor? Por favor, por favor. Por favor heißt bitte, ne? Por favor. En alemán. Bitte auf Deutsch. Mhm. Jetzt bin ich neugierig. Vamos a ver, ich bin neugierig. A ver, a ver. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedo pedirle un favor? Ok, vamos a ver. Ich glaube. Sí, exactamente. Vamos a ver aquí. Exacto. Darf ich dich, ne? Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Oder kann, ¿no? Weil dieses puedo, das kann oder darf, exactamente. Kann ich sie, das ist, ¿no? Pedirle. Und kann ich dich pedirte. Ich zeige noch einmal den Satz. Vamos a ver aquí. Eine Sekunde, wo waren wir? Ay, ay, ay. Ah, hier. Bien, exacto. Puedo pedirte un favor. Puedo pedirle un favor. Exactamente. Pedir. Pedir kann auch bestellen heißen, okay? Kann auch bestellen, aber hier nicht. Hier heißt dann bitten, um etwas bitten, um einen Gefallen. Sí, exacto. Mm-hmm. Bueno, bueno. Vamos entonces. Continuamos. Número cuatro, número cuatro. A ver. Exacto, exacto. Also der Satz davor, das ist für die Niveaustufe A. A1. Das passt hier dann für A2. Me haría el favor de, etc., etc. Me harías el favor de, etc., etc. Mhm. En alemán, a ver, en alemán, im Live-Chat. Vamos, vamos, ich bin neugierig. Me haría el favor de. Das klingt... Klingt gut, das klingt elegant, also
Sí. Man merkt, das ist auch A2, oder? Me haría el favor de, me harías el favor. Na? Exactamente. De, etc., etc. Zum Beispiel, bin ich, ich möchte, dass jemand zum Beispiel die Tür, eine Tür schließt. Ganz einfach, okay? Dann, me haría el favor de cerrar la puerta. Oder me harías el favor de cerrar, okay? De cerrar. Das Verb in der Grundform plus ein Infinitiv, okay? Infinitiv, sí? De, etc., etc. A ver, vamos a ver aquí. Exacto. Das ist so wie. No? Würdest du mir einen Gefallen tun oder machen? Könnten Sie mir den Gefallen tun und, no? Je nachdem, genau. Dann geht es weiter. Würdest du mir einen Gefallen tun oder könnten Sie mir den Gefallen tun und, na, ein bisschen, man wird so ein bisschen anders formuliert, na, aber genau ist das, sí. Muy bien, excelente, excelente. Vamos entonces con el número 5, vamos. Número 5, número 5, vamos ahí. Oh, das ist jetzt sehr kurz, boom. Und dann, ay, Carlota, die Sätze davor, die kann ich mir nicht merken. Aber vielleicht das schon. Einfach, podría, nehmen wir das gleiche Beispiel, podrías cerrar la puerta, podrías cerrar la puerta. Okay, podría, könntest du oder könnten sie. Natürlich können wir auch sagen, puede oder puedes. Aber das ist höflicher, okay? Natürlich kann man auch puede. Puedes, man kann auch so die Frage stellen, puedes cerrar la puerta, por favor? Ganz normal, es ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Puedes cerrar la puerta, por favor? Oder puede cerrar la puerta, por favor? Das passt. Hier, genau, hier. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? O da, ¿podría cerrar la puerta, por favor? Es ist einfach höflicher. Okay, das ist höflicher. Könntest du, könnten sie, etc., etc. Okay, bueno, vamos ahora, número 6, número 6. Sería, oh. Me gusta, das gefällt mir, me gusta, me gusta, me encanta, me encanta. Sería tan amable de, etcétera, etcétera. O serías tan amable de, etcétera, etcétera. ¡Qué lindo! Por favor, en alemán, im chat, im live-chat en alemán, auf Deutsch. Oh, me encanta. Das ist, oh, me encanta, me encanta. Das klingt so schön, so höflich, so, oh, freundlich. Oh. Also, wenn man so. Wenn man so um einen Gefallen bittet, wenn man so um einen Gefallen bittet, dann die andere Person, da kann nicht Nein sagen. Kann nicht Nein sagen. So höflich formuliert, mein Gott. Claro, vamos a ver. Exacto, exactamente. Sí. Vamos a ver aquí. Würden Sie so freundlich sein? Ups, es wäre so nett. Es wäre, das ist, Alexandra ist jetzt bei Facebook, das ist unpersönlich. Es wäre, das wäre, sería amable, ne? Aber hier, das ist, ja, das ist unpersönlich, okay? Das ist nicht, das ist jetzt, wärest du, ne? Das ist nicht, wärest du oder wären Sie so nett, wären Sie so freundlich, wärest du so freundlich, sondern es wäre, und das ist nicht hier der Fall, okay? Es wäre so nett, das ist auf Spanisch sería amable, sería, aber man sagt nicht genau wer, okay? Okay, sí. Dann hier, wärest du so nett? Exacto,
Exakt. Das ist hier auch das gemeint. Könnten Sie so freundlich sein? Okay, das ist jetzt nicht keine wörtliche Übersetzung, aber das ist vom Sinn her, das ist das gemeint. Exakto. Wären Sie so nett und du. Exactamente. Sería, no, ser im Kondicional, ser, sería, o serías tan amable, amable, freundlich, nett, ne? Genau das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Exzellente, me encanta. Das sind jetzt diese sechs Möglichkeiten. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver. Uno, me haces un favor o me hace un favor incondicional. Me harías un favor. Número dos, puede o puedes hacerme un favor. Okay, jetzt im Kondicional für A2. Podría o podrías hacerme un favor. Número tres, puedo pedirte o pedirle un favor. Número cuatro, me haría o me harías el favor de, etcétera, etcétera. Cinco, podría, podrías, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y el número seis, sería o serías tan amable de, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, me encanta. Excelente, excelente. Me encanta. Also, morgen bin ich wieder live da, okay, um 17:30 Uhr. Dann möchte ich dir mehr Sätze beibringen. Ein anderes Thema ist völlig klar, aber so Sätze, praktische Sätze, okay, und verschiedene Möglichkeiten. Nicht damit du alle lernst, sondern damit du eine schöne Auswahl, kann man so sagen, Auswahl, ja, ich denke schon, hast. Und dann kannst du sagen, ja, also die Nummer 2 hat mir gefallen oder die Nummer 4 oder die Nummer 1. Und das genau sollst du lernen. Du sollst lernen, so wenn du jetzt so wie heute zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten hast, dann sollst du die lernen, die für dich am leichtesten ist zu merken. Na? Weil man lernt diese Sätze um zum Sprechen. Okay? Nicht damit die schön hier auf dem Papier bleiben. Du möchtest sprechen. Deswegen dann lernst du die Sätze, die du dir am leichtesten merken kannst. Okay? Excelente. Muy bien, me encanta. Also hier kann man sehen, das ist meine Webseite. Okay? Das ist meine Webseite. Da kann man finden und Informationen bekommen, welche Kurse man machen kann, wie zum Beispiel jetzt die Videokurse. Von A1, A2 und B1 kann man lernen. Und für wen? Aber für wen sind die Kurse? Wen unterrichte ich? Vamos a ver. Das sind hier auf meiner Webseite. Okay? Da kann man Informationen über Kurse für Leute, die das Schneckentempo einfach satt haben beim Spanisch lernen. Sie möchten schneller vorwärts kommen. Okay? Zweite Gruppe, Leute, die autodidaktisch lernen, aber leider keine Ergebnisse bekommen und sind so ein bisschen traurig. Dritte Gruppe, Leute, die auswandern möchten, Zeitdruck haben. Vierte Gruppe, Leute, die Familie oder vielleicht ein Haus in einem spanischsprachigen Land haben, aber leider nicht so gut Spanisch können oder nicht sprechen können oder so. Okay? Genau für diese Leute ist meine Methode und mein Angebot perfekt. Okay? Genau. Hier. Sie? Hier die Infos. carlotturtado.com. Com. Bueno, entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Y continuamos. Bueno, muy bien. Oh, muchas gracias. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Bueno. Gracias, sí. Ich danke dir auch fürs Vertrauen. Das ist ganz toll. Exzellent, exzellent. Das ist ein Schüler von mir. Ich glaube, das darf ich schon sagen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht indiskret. Bueno, fantástico, excelente. Y entonces, hasta mañana. Chao, chao. Chao, nos vemos. Me encanta esto.